wieder ein Internetspack. Oh, das tut mir leid. Sehr nützlich. Okay, da sind die Panzerwanderer. Oh, da sind sogar zwei. Ah, die sind in meinem Pärchen unterwegs. Merkst du was? Sehr ordentlich. So. Ah, schön, das nehmen wir mit. Jetzt kommt wieder meine Messi-Seite zur Geltung. Alles einsammeln, was mal was so rumliegt. Da bin ich richtig stolz. Jetzt habe ich auch so einen Donnerkiefer platt gemacht. Und zwar wesentlich schneller als das letzte Mal. Sehr schön. Überlastet. 1000 erst. Was? Laden, damit ich das Backup laden kann. Okay. Jetzt schon wieder. Zack. Ey, super, dankeschön. Oh, schade, Marco, aber dankeschön, dass du für den Tipp mit den Zersprengerpfeilen. Echt geil. Funktioniert super. Da bin ich ja richtig begeistert von. Okay, da kriege ich Lore, da kriege ich das, da kriege ich das. Ich habe immer noch kein Dings, kein Herz. Ich will ein Herz haben. 10% Nahkampfschutzgewebe. Das wird zu schwer. Richtig cool. So, ich habe eine Kiste bekommen. Lass mal sehen. Was habe ich denn in der Kiste drin? Schatzkisten. So, die mache ich mal auf. Spezialobjekte. Munition, Rohstoffe. Leuchtendes Geflecht. Die seltsame Maschinenteil kann nur von mittelgroßen Maschinen erbeutet werden, ist bei Händlern begehrt. Donnerkieferlinse. Verwüsterlinse. Panzerwandererlinse. So. Okay, ich habe schon wieder 3 Punkte. Schön. Schnelleres Nachladen bei Waffenkonzentration. Auf jeden Fall. Perfekt. So. Na gut, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir wieder zur Mission über. Halte ich dann für sinnvoll, weil wir haben jetzt schon so viel versucht, hier zu finden. Aber es hat irgendwie nichts wirklich gebracht, ne?
Okay. Das heißt... Oh, hier ist eine Dings. Was ist das jetzt hier? Oh. Da darf ich nicht rein. Da darf ich auf gar keinen Fall rein. So, Quests. Wo haben wir Quests? Goldenes Schnellreisepaket. Sammle Fuchshaut. Quest deaktivieren. Okay, Haupt-Nebenquest. Die Reichen berauben. 30 Diebstahl helllichten Tag. Kehre zu Raven zurück. Ja gut, das machen wir doch. Quest aktivieren. Zack. So, wo ist der? Der wird hier vorne irgendwo sein, ne? Im Meridian. Yeah. Reisen. Bestätigen. Huhu. Sehr, sehr gut. Extra prima gut. Da 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 di di da du da di da di da. Nee, ich möchte keine Joghurtgums. Dankeschön. Hihi. Der Story schwierig jetzt gerade erleichtert Kämpfe, damit du dich auf die Erkundung und die Geschichte konzentrieren kannst. Okay. Wenn du eine Reitmaschine suchst, Ort auf der Karte, Läufer, Breitköpfe oder Stürmer. Mhm. Mehr kann ich nicht reiten. So, Raven. Wo ist Raven? Ah, Raven. Oh, da ist eine Kiste. Ist er das? Aber ist er sogar. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Mhm. Ich werde Meridian niemals verlassen. Super. Allein schon der Ausblick macht das Leben liebenswert. Belohnung. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Na, die machen wir doch gleich mal auf, ne? Oh, hier ist eine Maschinenkiste. Cool. Maschinenausbeutekiste. Sehr gut. Auch gut. Ah, da kann ich hier mein Dings kann ich modifizieren, mein Outfit. So, Outfits modifizieren. Modifizieren. So, was haben wir denn da? Nahkampfschutz. Feuerschutz. Eisschutz. Tarnung. Dann nehmen wir mal den Nahkampfschutz. Sicher ist sicher. Scharfschutzbogen, Munitionsbogen. Die muss ja eigentlich sich für Scharfschutzbogen, Kajak-Scharfschutzbogen, Schatten-Scharfschutzbogen. Okay. Aha. Aha. Gehärteter Pfeil, auch beim mittleren Stoßschaden. Schattenjägerbogen, okay. Was? Hochwertige Waren zu fairen Preisen? Wo? Da. So,
brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen wieder Rohstoffe. Wir brauchen wieder hier, ne? Hier so. La 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 la. Na komm. So. Sind ja auch schnell genug wieder weg. Was ist das? Okay. Ja. Gut. Verkaufen. So, Wert 30. Okay. Das lassen wir mal. Modifikationen. Kaufen, Fallen und Tränke. Gut. Jetzt brauche ich aber wieder Draht. So, Outfits. Was war nochmal das letzte hier? Panzerwandererherz. Mhm. Kann ich vielleicht noch was anderes vorher nehmen? Kaja Seide. Nora Überlebende, Nora Beschützerin. Eine Graserlinse. Kann ich die nicht kaufen? Oh, ich habe 10 Schnellreisepakete. Haha, scheiße. Wollte ich gar nicht. Ist egal. Das kann man ja machen. Wo haben wir denn die Graser? Ich guck mal eben, wie sieht so ein Graser aus. Da ist ein Graser. Sigma entsperrt. Okay. Karte. Wo können wir hier noch einen Graser haben? Graser, Graser, Graser. Hatten wir hier hinten keinen Graser? Bei mir hier? Da. Da sind doch Graser. Ja, dann gehen wir doch hier hin. Dann gehen wir zu den Grasern und holen uns mal eine Graserlinse. Mal gucken, ob wir die finden, ob wir die kriegen, so ohne weiteres. Wäre natürlich cool. Was? Wir spielen schon fast wieder 4 Stunden? Oh, Hammer. Hammer. Ja, so vergeht die Zeit, ne? Oh, was haben wir denn da noch? Eins, zwei... 3, 4, 6. So. Okay, dann wollen wir uns mal die Graser schnappen. Das interessiert mich jetzt dann doch schon. Oh, das ist doch nur eine ganze Ecke. Ich möchte jetzt so einen Graser haben. Hinzu kommt, ich kann mir hier noch mal ein bisschen Wegzehrung mitnehmen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Genau, man kann nie zu gut vorbereitet sein. Da, so ist es richtig. Jetzt gehen wir da hoch. Und können von hier aus...
Maschine ist schnell. So. Moin. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich bin wieder mal voll im Charge. So. Ich plündere mal die Plünderer. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. So. Horizon Zero Dawn. Habe ich als sozusagen als Vorbereitung für den neuen Teil auf der PS5. So, Metallgefäß. Jetzt habe ich den Graser verloren. Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Weil den würde ich dann doch schon ganz gerne haben. Ich will ja so ein Graserherz haben, dass ich mir wesentlich bessere Dings kaufen kann. Eine bessere Rüstung. Na toll, jetzt sind sie auf der anderen Flussseite. Ich bin ja begeistert. Okay. Erledigt. Graserlinse. Perfekt, das wollte ich doch. Ey, geil, mit einem Schuss. Wie perfekt. Kannst du irgendwann mal State of Decay machen? State of Decay kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Irgendwer hat es, glaube ich, mal erwähnt, aber ich habe irgendwie gar kein Bild. Worum geht das? Erzähl mal kurz darüber. So, jetzt habe ich diese Graserlinse. Damit kann ich doch jetzt wieder zurück. Hierhin. Mache ich hier nochmal ein. Ich spiele das auf der PS4, ja. Und zwar auf der normalen PS4, nicht der Pro. So, bestätigen. Ja, das Spiel gab es hier, Horizon Zero Dawn gab es hier für keine 20 Euro mal im Angebot bei Amazon. Da habe ich mir das bestellt. Da brauche ich dann auch nicht die, da brauche ich auch nicht meinen Gaming-PC anschmeißen für.
Außerdem spielt sich das Spiel sowieso nur auf dem Controller. Also mit Tastatur und Maus möchte ich das gar nicht spielen. Mit Zombies in der Umwelt. Ah, doch, das habe ich schon mal... Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Destiny, habe ich auch noch nie... Ich hab zwar schon mal von gehört, aber ich habe es noch nie gespielt, nein. Ich weiß nicht, ist Destiny ein Shooter oder ist er auch mit Story? Weil was ich eigentlich so gar nicht spiele, sind tatsächlich grundsätzlich Shooter. Also das spiele ich eigentlich gar nicht. Den einzigen Shooter, den ich in letzter Zeit mal gespielt habe, das war Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres, war Borderlands 3 mit meiner Frau zusammen im Koop. Nee, Shooter spiele ich gar nicht. Und was überhaupt nicht bei mir geht, also Shooter geht schon mal gar nicht, aber was bei mir überhaupt nicht geht, also wirklich gar nicht, ist ein PvP-Shooter. PvP-Shooter geht bei mir null. Also, nee. Das ist so eine Sache, da stehe ich komplett so auf Kriegsfuß. So, jetzt will ich endlich mal dieses Ding hier haben. Wo ist es denn? Da ist ein Händler. Dann gehen wir doch mal gleich hier zu dem Händler hin. Wo ist er denn? Wo hat er sich denn versteckt, der Händler? Ich sehe das Symbol jetzt gerade nicht. Ja, dann mache ich mal eben 9 dahin. Zack. So. Jetzt sehe ich ihn. Ah, unsere Division. Genau. Division haben wir auch gespielt, aber wir sind nicht in die Dark Zone gegangen. Das haben wir nicht gemacht. Ja, PvP ist... Da bin ich raus. Also das mache ich nicht. Da bin ich auch einfach viel zu schlecht für. So. So, jetzt möchte ich endlich dieses verdammte Outfit kaufen. Komm her. Wo ist es denn? Mittel wenigstens. Nora, Beschützerin, Mittel. Da. Das will ich haben. Wie kann ich es kaufen? Kaufen da. So. Ausrüsten. Ausrüsten. Perfekt. Jetzt will ich es auch gleich modifizieren. Jetzt lass mich das auch gleich mal modifizieren. Da. Ach, herstellen muss ich gucken. Modifikation leeren. Nehmen wir das. Okay. Und da machen wir Tarnung, Feuerschutz. Ach, nehmen wir Tarnung. Ist egal. Nee, am Freitag spielen meine Frau und ich Little Hope, der Nachfolger von Man of Medan. Das könnten wir mal für nicht jetzt den Sonntag, sondern danach den Sonntag mal in Angriff nehmen. So. Ah, ich habe die Bastlerfertigkeit nicht. Okay, ja, ist egal. So, Quest. Ich will jetzt questen. Aktiv. Triff Erend am Sonnenpalast. Was haben wir noch hier? Schöpfers Ende ins Grenzgebiet. Anscheinend Erends Schwester. Ja, das machen wir. So, weil jetzt am Sonntag spielen wir Among Us. Gut. Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Ich arbeite den Gang. Okay.
Da ist er. Nee, das ist ein anderer. Maret. Ich red mal mit Maret. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Maret. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist Was drin. Was hat die denn da für ein Euro-Stück auf der... Wohin wir auch und für einen Kronkorken auf der Stirn. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Ja, ich folge dir. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem wilden Osten. Nee, Freitagabend spielen wir Little Hope. Das, da freue ich mich schon seit Man of Medan drauf. Ich stehe hier schon zwei Stunden. Diese Nora drängelt sich vor. Ja, diese Nora drängelt sich vor. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Sehr schön. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Wenn du das sagst. Da sitzt er da auf seinem Balkon. Eloy auf Balkonien. Was hat der denn da hinten dran? Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Eloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Ja. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Mhm. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Maret, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Oh je, was ist denn jetzt los? Was hat er vor? Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien. Meridian. Meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Mhm. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von... Tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen. Mhm. Besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Ja, die Grafik ist er super. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Wie gesagt, und es ist keine PS4 Pro, ne? Was auf der PlayStation auch richtig geile Grafik hat, ist immer noch Death Stranding. Also ich finde... Wow! Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Da. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osseram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern.
Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Osaram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Osaram jahrelang beraubt hat. Ersa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derval, nähren immer weiter ihren Hass. Okay. Also sehr kompliziert. Die Zeit ist knapp. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Das mache ich. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Jawohl. Mach ich doch glatt. Begib dich nach Scheuerfels. Oh, Scheuerfels klingt nach einem sehr gemütlichen Ort.